Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Sonntag. So, also gut, wir haben eine Kirche aus Stein und wir bereiten gerade mehr oder weniger das Gelände hier für das neue Gutshaus vor. Und da werde ich noch ein wenig erweitern müssen, habe ich den Eindruck. Aber das war ja sowieso Plan der Dinge, dass wir so langsam alles da schön erweitern, dass wir auch viel Platz haben, um schöne Sachen zu machen. Na, schön, 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 schön. So, Speicherung läuft, ist auch gut. Dann machen wir das mal hier an, dann machen wir das mal weg. So, dann können wir eigentlich das entfernen und das entfernen. Und dann setzen wir hier mal jede Menge Spaß an. Zack, 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 zack. So. Und dann geht es dementsprechend hier weiter. Ach so, 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 so und so. Und nach hinten, glaube ich auch, werden wir noch ein wenig Plätzlein schaffen. Zack, 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 zack. Und dann zack. Und dann das da weg. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Luft gemacht. Das bauen wir jetzt erstmal. So, da la. Und können dementsprechend jetzt hier das neue Gutshaus hinbauen. Ich bin hier gerade mal am Überlegen, wenn ich das jetzt hier so packe, kann ich da nochmal ein zweites bauen oder? Nein. Kann ich nicht. Okay. Dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir es anders machen. Wo ist hier die Verwaltung? Da. Dann haben wir hier das Gutshaus. Und das lassen wir jetzt quasi hier anschmiegen. So. Ja, ne? Das ist natürlich jetzt... ja. Wie könnten wir das jetzt hier hinkriegen? Da muss ich ja erst das andere abreißen. Jetzt warte mal. Ich klicke mir das auch nochmal an. So, jetzt nicht durcheinander kommen. Das ist das alte, da ist das neue. So, wir haben einmal die rustikale Halle. Rustikale Eingang, Standort für Besucher. Dann wird die Fortschläge gehen, werden wir die rustikale Halle erstmal abreißen. Zack. Wir werden den Eingang abreißen. Zack. Dann haben wir hier die Vogtei. Die kommt weg. Oder warte mal, die lasse ich jetzt noch. Schatzkammer auch. So. Gut, jetzt müsste ich doch eigentlich hier drüben. Ja, guck mal. So, große Halle. Die sollte von der Thematik natürlich ein bisschen dazu passen. Deswegen machen wir die ganze Geschichte aus Stein. So, warte mal, ich mache mal Tee aus. Und dann können wir das hier nämlich schön reinfriemeln, dass es auch passt. Vielleicht ein Stück weit rausschauen lassen. So. So. Und dann ein bisschen höher setzen. Soll ja was hermachen. So. Ja. So ist es schon mal nicht schlecht. Allerdings... Was mir hier bei den Steindingern überhaupt nicht gefällt, ist quasi, dass wenn du das hier hochziehst, dass hier keine Fenster entstehen. Deswegen, nein. Deswegen nicht. So, also machen wir es halt so. Dann hat es halt eine andere Dachfarbe, aber gut, hallo. Sind wir mal nicht so kleinlich, ne? So, das müsste einigermaßen passen. Ja. Geht. Noch ein bisschen so zur Seite weg. Ein bisschen so nach vorne weg. So vielleicht. Ja. Bisschen höher noch. So. Nee, so. So. Das ist gut. Das ist gekauft. Und dann gibt es hier noch einen schönen Eingang. Warte mal, muss ich wieder einschalten. So.
Ja, guck mal. Guck mal, schaut doch schön aus. So, dann hier. Oder da. Oder hier. Hier. Den da rein. Du passt nirgendwo drauf, oder? Nee. Passt da nicht. Was haben wir noch? Ein Turm. Eventuell einen kleinen Turm. Hölzerne Halle. Aber ist okay. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal. Warum kann ich die nicht bauen? Interaktiver Ort. Okay, den müssen wir da hinsetzen. So. Den würde ich vorschlagen, setzen wir uns dann hier so hin. So. Das müsste passen. Gut, lasse ich mal bauen. Und dann schauen wir uns das Ganze nämlich mal in Ruhe an. So. Nachdem ich noch keine Möglichkeiten habe und mir die Fläche ein bisschen zu weiß ist, switchen wir mal auf Mod-technisch. Nö, da. So. Das müsste klappen. Da könnte ich doch jetzt hier so zwei kleine Fenster links und rechts. Warte mal. So, einmal drehen. Einmal da rein. So. Hust. Dann das Ganze hier nochmal. Direkt daneben. So, vielleicht noch so ein bisschen. So. Zack. Das ist gut. Und dann ein schönes Fenster hier oben hin. Was nehmen wir denn da? Hier, guck mal das da. Das ist doch schön. So, da muss ich einigermaßen in der Mitte von der Tür liegen. Soll auch nicht zu weit rausschauen, aber noch anpackbar sein. Ja. So viel dazu. Komm. Jetzt. So. Ja, guck mal. So wird das was. Ich habe vielleicht noch einen Tacken höher. Hier so. So. Ja, das ist gut. Und dann... Vielleicht noch, weil man das ist eher so bläulich. Nur mal gucken, wie es ausschaut. Warum snappst du jetzt? Was soll das denn jetzt hier? Will doch kein Mensch. So. Zack. Wenn man das hier so hochsetzt. Ja, guck mal. Das passt. Das passt. Würde ich sagen, das lassen wir mal bauen. Weil man steht noch ein bisschen zu weit raus. Nee. Nee. Ich will dich nur packen. So. So. Vorsichtig reinfriemeln. Ja, eins. So. Jo. Bauen bitte. Ja, guck mal. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, so, dann machen wir die Zeit mal auf 3. Schauen, dass hier ein bisschen was weitergeht. Ich werde mal hier gleich erweitern. Zack. 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 So, jetzt aber. So, so und so. So, so und so. So ist gut. Okay. Das sollte eigentlich... Warte mal. Machen hier nochmal. So, jetzt aber. Das ist okay. Das ist okay. Wir haben hier den Kurier. Arbeiter, regionalen Jahrmarkt. Beim letzten Mal waren sie jetzt nicht so erfreut, ne? Komm, wir probieren es nochmal. Lass es uns nochmal probieren. Ja, wir kommen langsam Richtung Meer. Das ist gut.
So macht das Sinn. Na, schau, steht ja schon der erste Bettler da. Die Bonnigans. Wolle. Wolle, 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 Wolle. 217 kann er haben. Klingt nach einem guten Geschäft. Dankeschön. Bären sind wir jetzt auf 108. Das passt. Wie schaut es mit dem Wein aus? Nicht, dass meine Jungs da das Rebellieren anfangen. Ja, geht noch. Ja, das läuft. Das ist gut, es läuft. So, dann hätten wir ja hier dann mehr oder weniger mal einen vernünftigen Markt. Ups. Mal einen vernünftigen Markt. Ist ja nicht verkehrt, ne? Schauen wir mal bei den Dekorationen. Wo sind sie da? Da gab es ja diesen Brunnen, aber der hat ja keinen Schnickschnack drauf, ne? Ist dann eigentlich Quatsch, dass wir den da hinsetzen. Das ist Blödsinn. Das braucht kein Mensch. Oh, ich muss ja noch verkaufen hier. Glatt vergessen. Okay. Aber wir werden uns hier einen schönen Markt aufbauen. Das ist dann auch nicht verkehrt. Jetzt sollen sie erstmal da fertig werden. Bevor ich da weitermachen kann, sollen sie da erstmal rummachen. Und? Noch nicht ganz. Es fehlt mir noch an der Tür. Danke. Auf Stichwort. So. Das schaut doch schon mal nicht schlecht aus, ne? Okay, dann haben wir den Part und können jetzt wohnkörtige Schatzkammer. Ne, noch nicht. Okay, große Halle. Okay. Ich mache jetzt erstmal hier die Vogtei weg. Zack, abreißen. Dafür kommt sie hier hin. So. Natürlich im passenden Ambiente. Hölzerne Halle. Wie schaut die aus? Zu klein. Schaut nicht schön aus. Aber guck mal hier. So können wir das machen. Dann haben wir da hinten so einen kleinen Hinterhof. Obwohl, ich würde 2, 2, das nimmt sich nicht viel. Wenn wir hergehen, können wir uns noch ein bisschen Luft verschaffen. Jetzt muss ich bloß mal gucken, dass wir das richtig schön machen. So. Ob wir, Moment, wenn ich das jetzt hier hinsetze, ist die Vogterei. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wir machen erst eine Schatzkammer. Dafür kann ich dann den... Ach, guck mal hin. Geht doch auch mal erfreut. So, dann setzen wir uns den hier nämlich hin. Ein bisschen weiter vor. So. Und dann nach oben. So. Ja. Ja, aber du. Das kommt gut. Ja. Das kommt gut. Da kommt noch jetzt hier Dekoration oben drauf. Muss verbunden sein. Ach echt. Das ist aber schön. Und warum... Nee. Ich lasse den jetzt erstmal bauen. Lass mal es halt erstmal bauen. Das wird schon. Das wird schon. So. Dann bringen wir mal hier ein bisschen Ordnung rein. Zack. Weg, 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 weg. Und halt hin, 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 hin. So. Das ist okay. Das ist okay. Da haben wir ja das nur... Okay. Bauen. So, so. Lalali und lalala. Mit ganz viel Tralala.
das wird. Das wird. Jupp. So kann's werden. Was haben wir eigentlich noch an Ressourcen? Nee, darum, nee. Warenproduktion. Was haben wir denn da zu Hause? Nee, nichts Vernünftiges. Das müssen wir noch ein bisschen erweitern hier. Ich könnte auch noch das andere erkunden lassen, obwohl geht ja gerade nicht. Geht ja gerade nicht. Okay. Okay. So, Fortschritt. Allgemeinfahrt, wie schaut es da aus? Da hätte man noch ein bisschen was zur Auswahl. Ne? Werkzeugerstellung, die brauchen wir dann. Stufe lebhaft, bei allgemeinem Fahrt erreicht. Ne, das ist doch... Ja, guck mal. Da, auch ja. Das wird... Das wird... Ja, herrlich. Kerzen. Zierelemente für Pflanzenbogen. Einfaches Becken, eleganter Springbrunnen. Das nehme ich mir. Das gönne ich mir. So, und was haben wir hier? Zierelemente auch noch. Hier, das gönnen wir uns auch mal. So. Und der Rest folgt dann. Ein großer Speicher. Fischteich, Möbel. Straßenkünstler. Okay. Gut. Soweit, so gut. Da haben wir doch jetzt mal... Ja, ja, guck mal. Da können wir doch jetzt schöne Sachen mitmachen. So, was brauchen wir hier? Okay, kein Marmor. Das ist schon mal gut. Kein Marmor ist immer gut. Erstmal. So, wir haben einen Wandbrunnen. Den brauchen wir nicht. Wie groß bist du? Oh, guck mal, der passt doch. Der ist doch niedlich. Können wir doch hier so ein bisschen zentral setzen. Hier so hin. So. Bauen. Das Türmchen ist auch fertig. Also schön. Dann können wir jetzt hier die Vogtei ansetzen. Im gleichen Stile. So. Wieder mal Snappen weg. Schnappen weg. So, das kommt dann hier so hin. Hier so hin. Da so hoch. Gleiche Höhe, passt. Das passt ein bisschen weiter nach vorne. So. Ja, jetzt. Das ist okay, dann brauchen wir noch eine Tür. Da brauchen wir eine Tür. So. Schornstein. Schornstein. So. Kann man da jetzt? Oder meckert da wieder rum, ne? Ja, muss verbunden sein, okay. So, dann bauen wir das mal. Tja, es wird doch. Es wird doch langsam. Guck mal, Brunnen haben wir. Leider nicht animiert, aber sie setzen sich schon wieder drauf. Das ist doch einfach toll. Ach, schön. Junge. So ist es halt, gell? So. So, so, so. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich will wieder mal was probieren, was wir vorher so noch nicht ausprobiert haben. Da nehmen wir jetzt mal unseren gut altbewährten Schlamm, aber mit Blockstein. Und nehmen uns hier die Terrassen. Und da nehmen wir uns jetzt die kleinen Terrassen und setzen die quasi hier so rein. Damit ich hier ein bisschen Blumen reinmachen kann. Nope. Dann haben wir hier so einen Eingangsbereich. Das ist ein bisschen verdeckt dann. Ah, vorsichtig klicken.
jetzt. Nein! Das hier brauche ich Spiel. Ein bisschen höher. So. Ja. So ist gut. So ist gut. Schnappen wir uns eine zweite. Machen das dann gleich hier. In der gleichen Art und Weise. Das geht bis zu dem Fenster hier. Und dann geht es so. Ja. Bisschen weiter nach hinten. So. Nicht flammen. Nicht flackern. Flackern ist nicht schön, Spiel. Und jetzt lass mich bitte... Lass mich doch einfach. So. Reicht das? Nee, ne? Muss noch eins höher. Eins, ein bisschen höher. So, jetzt. Dann können wir das mal bauen. Tada! So mag ich das. Das ist okay. Yep. Das ist okay. Und jetzt kann man hier nämlich ein bisschen schön machen. Sprich, ich werde mir jetzt mal ganz kurz hier hinten... machen wir es damit. Machen wir es damit. Na, die nicht, sondern die hier. Die hier. Und dann können wir nämlich jetzt hier mal anfangen. Einfach mal ein bisschen wild... das Zeug hier zu verteilen. Okay, nehmen wir eine andere Farbe. Das ist zu weit weg, sagt das Spiel mir. So. So, und dann nehmen wir hier ein bisschen, machen wir Gelb dazu. Zack, 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 zack. Und dann nehmen wir wieder Rot. Zack, zack, zack. So, das gleiche Spiel hier drüben mit Gelb. So, 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 so. Und Rot, damit das hier dicht wird. Jawohl. Gut. Oh, üppig. Üppig. Sehr üppig, sehr schön. So gefällt mir das. Gut, jetzt haben wir hier unsere Vogtei. Das ist nice. Dann müsste ich doch da jetzt... das war mir so klar. Oh, das war so klar. Warum kann ich da jetzt nicht einfach die Frau Sonnenschein nehmen? Warum bekommen wir nicht einfach ein Fenster, wo wir sagen können, hier, na. Das ist doof. Das ist doof. Das ist echt Quatsch. Warum kann ich sie nicht einfach... Gott sei vergessen. Wir warten hier mal ein bisschen. Wir warten da mal ein bisschen, vielleicht ändert sich noch das, dass ich dann jemand anders oder die Frau Sonnenschein dann auftaucht. Weil so ist es Quatsch. So ist es Quatsch. So ist es Quatsch. Das können wir doch eigentlich im Prinzip ja auch eliminieren. Wir haben ja jetzt hier die Schatzkammer. Das dürfte jetzt keinen großen Unterschied machen. Zack. Zack. So. Probieren wir nochmal. Vielleicht hat sich was geändert. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ah, ist ja wieder knifflig, ne? Das ist wieder knifflig.
nicht schön. Nicht schön. So, machen wir hier noch einen rein. Zack. Da noch einen rein. Zack. So. Ach, das ärgert mich jetzt. Da muss ich jetzt echt sagen, das ärgert mich, dass die das wieder so doof gelöst haben. Komm. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Wo ist meine Frau Sonnenschein? Sonnenschein ist hier. So. Brida Stofftaler. Brida Stofftaler. Hier. Da. Dann ernennen wir jetzt mal die Brida Stofftaler. Tschuck. Ernannt. Dann wird aus der Frau Sonnenschein wird die Brida Stofftaler. Brida Stofftaler. Bestätigen und speichern. Sie wird Weber. So. Und du wirst jetzt Frau Sonnenschein. So. Gut, damit müsste das Problem gelöst sein. So, ich muss mal gucken. Heieiei. So, Weberei. Hat die doch in der Weberei gearbeitet, ne? So, jetzt ist sie drin. Jetzt ist sie drin. So. Na gut. Haben wir es halt so gelöst. Dann ist das so. Tze. Schön. Schöne Kirche. Läuft. Dann haben wir da jetzt schon mal hier den Anfang. Für alles Weitere, das ist gut, da ist ja auch schon die Frau Sonnenschein. Und was brauchen wir noch? Was bräuchten wir noch? Da, 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 da. Tschack, tschack. Kämmerei, Wohnquartier. Ich weiß immer noch nicht, was man mit diesem Landvermesser soll. Keine Ahnung. Nebengebäude ohne Funktion, die Kämmerei. Da sind wir noch, glaube ich, ein Stück weit weg. Okay. Na gut. So, zack. Ich probiere es immer noch. Jetzt geht's. So. Bloß falsch geklickert. Gut. Ansonsten haben wir ja nichts Schönes, ne? Was man da dran bauen könnte. Ne. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Außer am ollen Wandbrunnen. Standarte. Platzbogen. Hier, guck mal. Die können wir dann auch hier schön platzieren. Hier so davor, oder? Hier so, ne? Machen wir es eher so. So. Einmal. Und den zweiten setzen wir dann hier so hin. Dann haben wir da eine gewisse Zugehörigkeit. Hm. Dann könnten wir noch Können wir nicht. Ach komm, die Frau Sonnenschein kriegt jetzt hier noch so einen Bogen des Glücks. So. 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 Ja. So kann man es angucken. Gut. Okay. Ja, doch. Bin ganz zufrieden damit. Doch, ja. Ist gefüllt. Es weiß zu gefallen. Da, 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 da. Ach, hätte ich doch das Dach in Braun nehmen sollen, ne? Das ist immer im Nachhinein schlauer.
Naja, gut. Na gut, wenigstens ist da jemand zu Hause. Schornstein qualmt. Gut, und jetzt müssen wir eigentlich hier hinten hin switchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein, nicht die Zone. Hier. Gut, das geht. Das ist schon mal. Ist schon mal gut. Dann würde ich nämlich sagen, wenn wir jetzt mal hier vorbereiten. Mit Eisen, Pupeisen. So. Dann ein passendes Eisenlager, das wir hier in den Anschluss packen. So. Zack. Den Rest würde ich lassen. Oh, cool. So. So, weil das wird dann sowieso in Nachhinein dann noch verschönert. Das ist also soweit so gut. Gut, dann lasse ich das gute Stück hier bauen. Funktioniert. Schön. Und dann werden wir... Da werden wir in die Eisenproduktion, Eisenschmelze und Co. würde ich dann hier so mit reinhaben wollen. Ja, alles gut. Geht. Dann haben wir das schön getrennt alles. Dann passt das. So ist gut. Schöner großer Platz. Das mag ich. Ein sehr schöner großer Platz, wo wir eigentlich auch schon gleich mal mit dem Markt anfangen können, den vorzubereiten. Und ich würde diesmal vorschlagen, wir werden nicht ins Runde gehen, sondern ins Eckige. Das bedeutet, wir werden uns hier in den Markt hinsetzen. Oder... Wir gehen anders vor, indem wir das hier nutzen. Wo sind sie hier? Weil die auch mitunter echt schöner sind. Ja, komm. Dann kannst du hier wieder weg. Und dafür kommst du hier hin. Also gut, wir haben einmal Food. Foodigen Food. So. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wir werden den relativ so hinsetzen. So. Zack. Zweimal Food. Aber warte mal, das ist mal anders. Ich will hier ein bisschen Abwechslung haben. Wir werden hier Waren anbieten. So. Hier rüber. Bisschen Abstand noch. So. Und dann Luxury. Das Luxury stellen wir dann hier so hin. So. Bisschen weiter weg. So, das ist okay. Dann werde ich noch mal einen Handkarren Food hier hinstellen. So, war es mir richtig? So, so. Wupp. Das kann man ja dann immer noch erweitern, wie man mag. Okay, das hätten wir soweit. Jetzt ist natürlich die Frage, in welcher Farbe wir das Ganze machen. Rot-Weiß ist eigentlich so die Stadtfarbe, ne? Aber auch, was ist ein Grau-Rot? Red-Blue, Red-Green, Red-Yellow, Red-Purple, Red-Brown, Red-White. Gute Frage, ne? Purple, White? Nee. Nee. Ach komm, wir machen Rot-Weiß. Mach mal Rot-Weiß.
So. Snappen die da dran? Ja, die snappen dran. Dann lassen wir das mal hier snappen. Und da snappen und da snappen. Und dann sollte das passen. Lass mich mal bauen. Ja, guck mal. Schöner Langnesestand. Haut hin. Das passt soweit. Dann hätten wir das. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Das lasse ich so. Da kommen dann noch Waren hin und so und ein bisschen. Das Ganze ein bisschen abgeschirmter. Muss mal gucken, was ich mir da einfallen lassen kann. Aber das ist gut. Das mag ich. Was haben wir denn? Hatten wir nicht das da? Ich weiß nicht. Können wir da nicht den Marktwert noch ein bisschen erhöhen? War da nie was? Was nehmen wir denn da? Ich weiß nicht, ob. Finde ich die schön? Vor allem die Frage ist, wie wurden die festgemacht? Ne? Einfach aufgestellt kann es ja wohl nicht sein. Schauen wir mal bei den Mauern. Nee. Wir hätten das, aber ich finde es ein bisschen übertrieben. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Freundin der Nacht. So mag ich das nicht. Wollen wir das mal die Mod schauen? Da hatten wir doch auch. Kartenmarkierung brauche ich nicht. Wo war das jetzt hier? Hier. Was ist denn hier so drin? So dass wir eventuell in der Richtung was hinkriegen. Vielleicht einfach nur angedeutet. Gab es die nicht mal kleiner? Anscheinend nicht. Kniffelig, hätte ich gesagt. Gar kniffelig. Ich will jetzt ja auch keine Mauer rumziehen. Ich wollte einfach nur ein paar Pfosten, dass das ein bisschen so optisch abgegrenzt ist. Mir fällt da schon noch was ein. Notfalls lassen wir es einfach so. Dann ist das so. Ne? Dann ist das so. Oh. Ja. Kannst du machen, nix ist so. Jetzt wollte ich mal was anderes schauen. Dekoration. Wie ist das denn, wenn wir verbessertes Tor? Müsste ich sehr weit in das Lager rein, ne? Nicht dazu. Okay. Das war mal der Test. So. Also gut. Dann switche ich mal wieder hier hinten hin. Haben wir hier rum.
Gut, das hätten wir soweit. Dann könnten wir eigentlich schon die ersten Schritte einleiten. Dazu muss ich jetzt hier ein bisschen was kaufen. Glaube ich. Hier. Köhlerei, Eisenschmelze, Schmiede. Das sind die Dinge, die wir jetzt erstmal brauchen. Großer Speicher. Sollte man, glaube ich, auch mitnehmen, ne? Das ist okay. Besteuerung. Steuerung. Ja, kommt jetzt nicht mehr so viel aufregende Sachen. Königreich ist uns noch wurscht. Klerus. Klosterhof, ohne dass wir ein Kloster haben. Niedrige Steinmauer. Nee. Nee. Okay. Gut, dann lass uns mal überlegen, wie wir das jetzt hier machen. Lasst uns mal überlegen, wie wir das jetzt hier wuppen. Oder wir nehmen schnell noch den hier mit. Wolle für den König. Haben wir momentan wie viel? 250 machen wir mit. So, geliefert. Okay. Wie machen wir das einigermaßen attraktiv? Weil ich möchte schon irgendwie gleich vor Ort verarbeiten. Die andere Seite sind, dann sind die wieder so weit weg vom Schuss. Ne? Dann sind die so weit weg. Knüppelig. Sehr knifflig. Ich möchte ihn nämlich schon irgendwie so in der Nähe von dem Markt dann haben. Oder besser gesagt einigermaßen. Und wir entfernen uns jetzt auf die Art und Weise immer weiter weg vom Markt. Schwierig. Gar schwierig. Also mal gucken. Pass mal auf. Ressourcen. Wir brauchen sowieso erstmal eine Köhlerei. Ne? Waldgebiet haben wir ja genug. Jetzt muss ich mal schauen, wie weit ich da weggehen kann. Ah ja. Da gucken wir, ist doch einmal frei. Das wiederum ist ja einmal frei. Jetzt nur die Frage. Eigentlich Blödsinn. Nee, nee. So. Das setzen wir hier ganz einfach mal hier hin. War hier nicht nur irgendwo eine Holzhöhlerei? Da. Setzen wir die doch hier hin. Lass mal gucken, wie weit ich weg kann. So. Genau. Dann machen wir nämlich hier zwei Köhlereien hin. Ja, jetzt wollte ich eigentlich zwei machen, Spiel. Ich wollte eigentlich zwei machen, jetzt machen wir erstmal eine. Machen wir erstmal eine, dann haben wir nämlich das hier schön alles beieinander. Das bringt uns, glaube ich, mehr. Das bringt uns mehr. Wir haben hier das Lager, da ist genug Holz drin, da können wir sich dann aus der Köhlerei bedienen. Aber die Kohle kommt dann hier hinten hin. That's a great idea, my dear. So können wir das machen. Uiuiui. So, und dann habe ich hier hinten Erz.
Kohle. Dann können wir schmelzen. Jetzt will ich mal gerade was gucken. Waffenschmiede, haben wir die? Ach Quatsch, Waffenschmiede hier. Schmiede. Die macht natürlich auch einen Heidenlärm, ne? Seit wann ist das so? War das schon immer so? Hä? Okay. Na gut. Ach, schade, ich kann die hier nicht integrieren. Aber warte mal, wir können Trick 17 machen. Allerdings. Allerdings schaut es dann wieder doof aus, weil in das Downgate-Mod die zwar die Möglichkeit besteht, eine Schmiede aus irgendeinem Haus zu bauen. Allerdings ist die halt nicht so schön wie die Schmiede. Ne? Deswegen lassen wir das mal. Hier setzen wir uns da hinten hin. Ja, die kommt dann da hinten hin. So, Köhlerei will los. Dauert noch, ne? Das dauert noch. Dann werde ich allerdings schon mal ein Lager da hinten hinsetzen. Für die Produktion. Das würde ich relativ zentral hier hinsetzen. Die halt mal ein bisschen laufen zum Markt. Komm. Lager. Lager. Lager? Auch da. So, Lager. Außerhalb des Territoriums. Außerhalb des Territoriums. Ah, das ist jetzt schon wieder blöd. Das ist ja jetzt schon wieder blöd. Allerdings, wenn ich mir hier das Lager hinsetze. So. Großes Lager. Das da. Dann sollte das doch eigentlich funktionieren. Lass mal gucken. So. Setzen wir uns hier so hin. So am besten. So. Bauen bitte. Und dann können wir den Rest mit aufziehen, indem ich dann hier die Eisenschmelze mit reinballer. Wo ist sie? Wo ist sie? Eisenschmelze. Die hat ja dann wieder ihren Kreis des Todes. Aber wir können das hier schön integrieren. Wo sind hier vorne und hinten? So rum gehört es. Okay. Und wenn man die so hinsetzt, so hier hin, lasse ich das dann einfach so oder mache ich das schöner? Aber ich will jetzt auch nicht wirklich, wie Jeffrey oder Dieter schon gesagt haben, überall mit diesen Terrassen und modularen Tralala arbeiten. Deswegen würde ich vorschlagen, lassen wir das mal hier Natur belassen. Aber allerdings in der Nähe vom Lager. So. Lass mal einen Weg dazwischen frei. So. Jetzt. Köhlerei ist fertig. Die ist fertig. Da setzen wir auch jetzt gleich mal drei Köhler rein. Ja. Kohle werden wir genug brauchen. Das ist okay. So. Nun gut. So baut mir das Lager. Noch nicht ganz fertig, okay. Jo. Das kriegen wir schon hin. Vielleicht sogar erstmal ein bisschen Platz schaffen hier. Warte mal, wir haben doch hier. Haben wir doch. Haben wir doch. So. Können wir hier ein bisschen Platz schaffen. Zack, zack, zack. Vielleicht hier vorne noch, dass wir eventuell noch eine zweite mit dazu nehmen können. Und dann einen Weg. Einfach hier so zwischendurch. So. Okay. Haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Das ist prima.
macht sie doch ganz gut. Das kann man, glaube ich, anschauen. Wenn es fertig ist. Kann man das auf jeden Fall anschauen. Lagerplatz voll. Welcher Lagerplatz? Du da? Jo. Kann ich da auch nicht helfen. Da kann ich jetzt auch nicht helfen. Das kann ich wieder sicherheitshalber mal zumachen. Aber so langsam, aber so langsam zeichnet sich ein Muster ab, was gar nicht mehr so doof ist. Gut, großes Lager ist gebaut, das ist schön, weil hier werden wir jetzt reinpacken. Kohle. Kohle. Eisenerz. Unten kommt Eisen bei raus. Aber das Eisen geht ja dann zur Schmiede. Das Eisen geht zur Schmiede. Deswegen würde ich einfach sagen, wir machen hier eine Mischung aus Kohle und Tralala. Setzen uns hier einen Träger ein. So, dann die Schmiede. Die Schmiede des Glücks. Die Schmiede des Glücks. Ich würde die fast die Helden setzen wollen. Aber es gehört uns nicht. Das gehört uns wiederum nicht. Schmiede. Kreis ist rot. So. Kreis ist rot. Blöpp. Schmiede kommt hier hin. Die Schmiede bekommt auch ein Lager. Brauchen wir dann ein großes oder ein kleines? Ich würde sagen, da nehmen wir ein kleines. Das sollte reichen. Kleines Lager. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit den Wegen ist. Ich würde sagen, da packen wir uns mal da hinten hin. So nehmen das fast da. So. Tür dran. Passt. Bauen. Und bauen. So. Okay, dann hier, du kommst mit. Dann wieder nach da hinten switchen. Da hauen wir jetzt ein paar Leute rein. 1, 2, 3, 4. So. Die können da arbeiten. In der Schmiede werden zwei... Oh, warte mal. Da brauche ich wieder Gemeine. Da können aber wieder zwei Leute drin wohnen, ne? Das ist doch wieder ein Quack. Da diesmal wieder Quack. Aber ich muss jetzt erstmal zwei Leute zu Gemeinen befördern. Schauen wir mal, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Smeraldo? Smeraldo nehmen wir? Ja. Und dich. So. Förderung abschließen. Und damit können wir doch jetzt hier die zwei reinballern. Das läuft. Kohle ist schon da. Das ist gut. Das ist gut. Was ich nicht so gut finde, sind diese Lager. Oh gut. Ist ja okay.
Sind wir jetzt hier drin? 51 Kohle. Passt. Wohnt ihr hier drin? Noch nicht. Noch nicht. So, und jetzt haben wir ja hier hinten dann den Durchgang. Und da kommen die dann auch zum Markt. Das ist schön. Das ist doch schön. So, dann haben wir hier das kleine Lager. Hier kommt rein ein Trägerlein. Und wir werden hier Eisen reinpacken. Zwei Eisen und werden zwei Werkzeuge hier rein dödeln. So. Jawollo. Dann können wir hier mal wieder zuschlagen. Halt. Halt. Nein. Also. Bleibst du da. So. Jetzt. So, jetzt. Und damit hätten wir eigentlich im Prinzip schon die Kette hier eröffnet. So, seid ihr jetzt hier eingezogen? Die ziehen da nicht ein, ne? Warum zieht ihr hier nicht ein? Was soll das? Wo seid ihr hingezogen? Warum? Warum? Achso, ihr wart ja vorher schon da, ne? Ihr wart ja da vorher schon da. So, wen haben wir jetzt hier? Den Rigugu? Kein Rigugu. Okay. Kein Rigugu. Hä? Willst du mich veräppeln? Nochmal. Ach, jetzt. Fällt Ihnen mit der Zeit jetzt auch mal selber auf? Du bist aber noch nicht so, ne? Smeraldo. Kein Smeraldo da. Ist er kein Smeraldo? Warum denn ist? Smeraldo, komm hier raus. Jetzt haben wir wieder vertrieben. Also, ich finde es echt so doof, weil du ja eigentlich im Prinzip ihnen ermöglichst, bei sich in der Arbeit zu wohnen. Ne, es ist ja nicht so, dass du die komplett hier rausschmeißt. Ja. Das ist doch wieder. Das ist wieder Quatsch. Aber gut. So ist das Spiel, ne? Kannst du mal nichts. Muss ich gucken. Tju. So, und haben wir schon was produziert? Eisenerz 7 sind hier drin. Und ihr so? Ah, noch nicht so. Aber jetzt sind sie beide drin. Ja, okay. Gut. Gut, das hat sich erledigt. Sehr schön. Dann hier einmal diesen hier. Dann ist es doch schön. Das ist doch schön. Ja, perfekt. Perfekt. So kann man es lassen. So. 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 Ein bisschen um die Ecke geschaut. So. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So vielleicht. Nee. So. Komm, machen wir so. Gut, Kinders, dann würde ich an dieser Stelle sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Sonntagabend. Kommt mir schön morgen in die neue Woche rein. Na? Und ja, wir sehen uns dann am Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch was und sage Tschüss.